Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Danke, dass du wieder dabei bist. In diesem Video werde ich dir meine Putzroutine zeigen. Da es auf diesem Kanal noch keine gibt, wollte ich euch heute mal meine Putzroutine bei den Kaninchen aufnehmen. Und ja, los geht's. Jetzt seht ihr schon mal das Vorher. Also es sieht wirklich sehr schlimm aus bei den Kaninchen. Ich hatte sehr wenig Zeit, das alles zu putzen. Als erstes gebe ich die ganzen Gegenstände, die im Kaninchengehege herumliegen, aus dem Gehege. Auch hier bei dieser kleinen Box. Auch die Hütten, also die Heuraufe, werde ich auch noch säubern. Und dann geht es auch schon ans Ausmisten. Ich kehre jetzt auch die Fliesen der Kaninchen, denn die haben auch schon mal bessere Tage gesehen. Ich habe dann anschließend, das habe ich euch nicht mitgefilmt, die Platten hier rausgetragen, habe dann alles nochmal abgekehrt, da ist man auch viel besser dazu gekommen und habe dann auch das Gehege noch ein bisschen ebener gemacht. Jetzt geht es auch gleich schon mal ans Einstreuen. Ich hatte schon diese Holzstreu-Pellets in das Gehege getan und jetzt werde ich auch noch mit diesen Holzsägespänen ein bisschen überstreuen und dann kommt auch noch eine dicke Schicht Heu rein, denn es ist jetzt Winter und es wird schon langsam wirklich ziemlich kalt, dass sie sich auch ein bisschen was haben, sich einzumummeln. Ich habe dieses Mal wirklich mit der Heuschicht ein bisschen übertrieben, aber sie sollten ja es auch gemütlich haben. Und ja, jetzt gebe ich auch schon mal die Inneneinrichtung wieder rein. Also das ist jetzt eigentlich eh nur mehr das Stroh. Und was mir auch letzte Zeit aufgefallen ist, sie machen ihr Geschäft eigentlich nur mehr hier in diese Kiste hier rein. Also früher haben sie immer überall hingemacht, auch hier auf die Fliesen. Das machen sie jetzt auch noch öfters, aber das ist es nicht so schlimm. Und ja, wie ihr seht, es gefällt ihnen und ja, sie wollen auch immer gleich die Hecke fressen, die hier gleich neben dem Gehege steht. Jetzt bin ich zu dem hinteren Stall rübergegangen und habe da auch ein bisschen mehr Stroh reingegeben, dass sie es hier auch ganz noch kuschelig haben. Und dann werdet ihr gleich sehen, habe ich auch noch so eine Heukiste reingegeben. Die ist sehr beliebt bei meinen Jungs. Immer wenn ich in der Früh runterkomme, sitzen sie in dieser Kiste und kuscheln zusammen. Ich weiß nicht, wieso die Mädchen da nicht so begeistert daran sind, aber den Jungs gefällt's und deswegen kommt die auch immer ins Gehege. Wie gesagt, ich habe jetzt die Kiste wieder mit Heu befüllt und ja, wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir doch gerne einen Daumen nach oben geben, darüber würde ich mich total freuen und ich wollte mich auch nochmal für die 39 Abonnenten bedanken, ich bin euch so dankbar, gestern waren es noch 35 und dann habt ihr an einem Tag 4 Abonnenten noch dazu bekommen, also ich freue mich wirklich riesig immer, wenn jeder neue Abonnent dazu kommt und
Ja, danke fürs Zusehen, ihr Lieben.